Kommt mit uns in den Park Asterix. Ja, wir sind heute im Park Asterix unterwegs und tatsächlich war, lange bevor ich jemals das Disneyland Paris besucht habe, war ich schon im Park Asterix und auch so 2018 müsste es gewesen sein, war ich das letzte Mal. Nun hat hier eine neue Achterbahn aufgemacht, Tautatis, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ja, und die haben wir zum Anlass genommen, hier mal wieder herzukommen und schon am Eingangsbereich. Es ist wirklich wunderschön gestaltet. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen was. Ja Leute, man kann hier tatsächlich viele Charaktere treffen und wenn das noch so ist wie letztes Jahr, gibt es richtig cool, wie bei meinem letzten Besuch, so rum, gibt es richtig viele und coole Meet and Greets. Wer mir schon sehr lange folgt und auch meinen letzten Park Asterix Besuch mitbekommen hat, damals nur auf Facebook habe ich auch schon Shoppingbilder hochgeladen, auch hier aus dem Park und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die erste Boutique hier rein. Der Park hat heute von 10 bis 22 Uhr geöffnet, also wir haben Zeit. Ich hoffe trotzdem, dass wir alles schaffen. Es kommt ja natürlich auf die Wartezeiten an. Es gibt Fastpass, ein Fastpass-System für einzelne Attraktionen, für mehrere Attraktionen ist alles ein bisschen wirrwarr und wir haben gehört, also das ist auch wieder so, buchen online und wenn das Internet nicht geht, dann hat man auch keine Fastpass und das ist blöd. Wenn, dann werden wir wahrscheinlich so pro, also so für eine Attraktion dann immer was buchen, was wir brauchen. Immer für euch interessant, wenn wir gerade hier sind, was kostet hier eine Cola? 3,90 Euro sind wir hier. Es wird hier nur einen kurzen und ganz schnellen Rundgang, so einmal überflogen durch den Shop hier geben. Denn die Bilder, die ich hier machen werde, folgen dann im Laufe der Woche auf Facebook und auf Instagram, auf meiner Brina and the Shoppingland Seite. Also ich muss mich, glaube ich, sehr zurückhalten. Ich bin ja für so IP-mäßige Sachen immer total anfällig. Und die haben schon das ein oder andere Stück, das mir sehr gut gefallen würde. Also Leute, hier gibt es auch, ich würde es jetzt mal Main Street nennen, links und rechts verschiedene Geschäfte, kleine Essensstände, Essensmöglichkeiten. Gestalterisch bin ich aber nach wie vor hier total überzeugt, das muss ich sagen. Für uns geht es jetzt als allererstes auf Godurix. Laut App angeblich 35 Minuten Wartezeit. Ich bin gespannt, wir stehen noch nicht mal in der offiziellen Schlange drin.
Also haben wir eine Gehirnerschütterung hier danach. Ja. Wir haben es überlebt. Kurz vor einer Gehirnerschütterung, aber wir haben es überlebt. Also diese Teile, die hauen dir eine nach der anderen rein. Das ist unglaublich. Wow. Aber wir haben es geschafft, Leute. Ich hätte es gar nicht mehr fahren müssen, weil den Count hatte ich ja schon. Heute nur noch einen hier. Aber für euch mache ich das. Ja, die zwei wollten es halt unbedingt fahren. Und ich habe gedacht, komm, ich opfere mich. Aber nee, eigentlich braucht man das nicht. Gestern auf der Fahrt hierher haben wir noch gesehen, dass es hier gute Croque Monsieur gibt im Menü. Und dann haben wir diesen Laden auch extra gesucht. So, hier. Das Menü Odin für 14,10 Euro mit einem Getränk, eine so Chips, entweder das normale vegetarische, was ist Salmon? Wahrscheinlich Lachs. Ja, Getränke könnt ihr euch aussuchen und für 2,50 Euro würde es noch ein Dessert dazu geben. Ja, Eis hätte ich interessiert, aber kein Dessert. Das sagt mir jetzt nicht so zu. So, mein Essen ist da. Hier die Chips, das Croque Monsieur und die Cola 14,10 Euro. Und Leute, das ist echtes Geschirr. Finde ich cool. So, Leute, wir probieren das Ganze. Lecker. Nur die Chips. Das Chips mag ich nicht. Und ein Croque Monsieur, direkt neben der Attraktion hier, die wir gerade gefahren sind, gibt es Croque Monsieur. Chips brauchen Chips meiner Meinung nach so richtig Geschmack, so krassen Geschmack. Ja, aber das ist schon gut. Also der Croque ist mega. Das Essen war sehr, sehr, sehr gut. Also fand ich wirklich super tolles Frühstück. Oder wir haben es jetzt Brunch genannt. Und ja, also an jeder Ecke gibt es hier irgendwie Essensstände, Eisstände, Süßigkeitenstände. Also verhungern wird man hier sicher, sicher nicht. Und ich zeige euch jetzt mal was. Ich drehe euch. Guckt mal, dieser Turm lacht. Das ist der freundlichste Turm, den ich heute gesehen habe. Wenn ihr dann fertig seid mit euren Bildern hier machen, ihr habt ja gesehen, wir haben gerade das Meet & Greet gehabt, könnt ihr hier auch eure Bilder kaufen. Ja, die Bilder sind hier echt schön. Die Preise hier hinten bräuchte ich mal. Ich sehe es halt leider nicht. So, ja. Ein Bild kostet 20. Ach, guck mal, das ist voll groß. Okay, 20. Ja, das geht viel zu schnell, guck mal. So schnell kann ich gar nicht gucken. 30, zwei Fotos. Zwei Fotos, ja. Dann nehmen wir doch direkt zwei. Ja. Oder nehmen wir direkt vier. Wunderschön. Sieht sehr schön aus, wirklich. Und dann, guck mal hier. Das Gruppenfoto ist einfach zu schön. Und dann mit dem Rahmen finde ich einfach geil. Wow. Das war echt ein tolles Meet and Greet. Die Location ist super schön. Nur leider machen die Fotografen. Daniel, nächstes Meet and Greet. Wartet auf Sven! So, auf jeden Fall, sorry. Haben wir jetzt ja, die Bilder gemacht und dann konnten wir die kaufen. Sorry, ich bin gerade von dem nächsten Meet and Greet so geflasht gewesen. Und es ist jetzt so, dass man es entweder dort direkt kaufen kann oder später kommen kann oder auch am Ausgang ist nochmal ein Shop, da kann man auch sein Bild kaufen. Das haben wir jetzt gemacht, weil wir es noch überlegen wollten. Denn zwei Bilder kosten 30 Euro, beziehungsweise eins 20 Euro. Das ist schon teuer, aber der Rahmen ist schön, das Bild ist wunderschön. Ein bisschen mehr von der Location hätten wir da auf dem Bild zeigen können. Aber es ist trotzdem wunderherrlich. Und wir gehen jetzt zu unserem nächsten Meet & Greet. Hello, how are you? Oh. Also hier gibt es auch die Hütte von Idefix.
Wasting und Face. Ja, jetzt hat er Zeit für uns. Er ist aber ganz witzig. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, also wie er heißt. Die Character Meetings sind hier alle. Unser Kollege ist wieder da. Die Charaktere gehen hier selber einkaufen. Oh. Da. Don't beat the dog. Ja, Daniel hat sich Ohren getroffen. Nächster Stop, sitzen und gucken auf Booten. Ich mag sowas sehr, sehr gerne und hier ist hier gar nichts los. Also wirklich 0,0. Ich sag's euch, ich bin geflasht von den Charakteren, ich bin geflasht von der Thematisierung und bis jetzt essenstechnisch mega coole Auswahl. Das, was wir gegessen haben, super gut. Später wollen wir eventuell hier ins à la carte Restaurant gehen. Ich fand die Fahrt ganz schön. Wir wissen zwar immer noch nicht, wie sie heißt, beziehungsweise können es nicht aussprechen, aber hat uns Spaß gemacht. Also die Wasserbahn hier, die skippen wir, die sind ja verrückt. Da wird man ja so nass. Nee, das machen wir nicht. Aber jetzt stehen wir hier vor Festival Toates. Let's go. Ich bin schon sehr gespannt. Uiuiui, Leute, also, oh, das war crazy, wirklich sehr, sehr crazy, eine Mischung aus dem Geilsten, was ich jemals gefahren bin und ich hatte Angst, dass meine Oberschenkel gebrochen sind, also man hat so Airtime und es ist ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist crazy. Ich muss mich erst mal sammeln, glaube ich. Ich melde mich gleich noch mal. Also Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen gesammelt. Es ist verrückt. Es macht so viel Spaß. Es ist... Oh, ich weiß auch nicht. Man wird so lange so hoch aus dem Sitz rausgedrückt, dass man denkt, die Beine brechen einem. Ja, aber dazu muss halt das Bein brechen, um rauszufliegen. Wenn es einmal so gebrochen ist, könnte man so rausschlängeln. Oh, es ist verrückt. Nee, es macht richtig viel Spaß.
Es macht so viel Spaß. Mega gut, einfach nur. Und Leute, kurze Info für euch. Ich habe den Test jetzt ausprobiert und der so passt auf keinen Fall. Und ich dachte mir, ey, ich stelle mich da jetzt einfach an und probier's. Was soll's passieren? Walk of Shame, scheißegal. Und nee, also ich habe halt mich einfach, ich habe es probiert und es hat gepasst. Und das fahren später nochmal, habe ich gerade gehört. Erste Reihe dann? Später wäre ich erste Reihe dabei. Jetzt noch eine zweite Runde, denn wir wollten Front Row und Sven hat irgendwie bei der ersten Runde die Aufgabe gehabt, quer zu filmen und das hat nicht so geklappt. Ich werde jetzt aufhören zu probieren, die Namen hier auszusprechen, aber was ich euch zeigen möchte, in diesem Restaurant, das zum neuen Themenbereich gehört, gibt es coole Sachen. Und ja, wir wollen uns nichts zu essen holen, aber wir möchten uns was zu trinken holen. Und hier gibt es, wie man das vom Goldenen M kennt, Schalter. Hallo! So, und ja, was müssen wir denn drücken jetzt? Das zum hier essen. Das zum mitnehmen. Dann zurück. Wir wollen ja nur ein Getränk. 4,80 Euro. Ah, mit dem Becher. 4,80 Euro für 0,4er Cola. Aber den Becher? Mit dem Becher, ja, das habe ich zu spät gesehen. Scheinbar darf man ihn behalten. Aber du willst das. Monster gibt's noch. Bonjour. Hallo. Hello, card? Okay. Okay. Just one question. Yes. The cup is a refund or? I'm sorry. It's a there. I like that. It's a consigne. Ah yes. I will get them back. Yes, get them back and £1. Okay, perfect. Yes, perfect. Okay, wenn ihr es verstanden habt, also, no, it's okay. Man kriegt diesen Becher und dann bekommt man einen Euro wieder zurück. Oder man nimmt den Becher, aber ich habe so viele von solchen Bechern. Macht nichts. Guck mal, vielleicht nehme ich auch hier was anderes. Mal gucken. Also, ihr habt es ja mitbekommen, 1 Euro kriegt man Becherpfand wieder zurück. Und wenn ihr dann bezahlt habt, dann geht ihr vor ans Restaurant hier. Ich glaube, hier, ja. Und bekommt dann eine Nummer und mit der Nummer könnt ihr dann euer Essen oder Getränk, was auch immer ihr euch genommen habt, abholen. Wenn ihr bar bezahlen möchtet, dann müsst ihr da vorne bezahlen. Achtung, es ist nur auf Französisch und da kann man gerade auch mal zu dem Thema Französisch kommen. Es ist
teilweise auf Englisch ausgeschrieben. App, Parkpläne, alles nur auf Französisch, die Terminals hier auf Französisch, viele Mitarbeiter only Französisch, kein Englisch. Aber irgendwie kommt man mit Händen und Füßen doch schon weiter und es sind auch alle Mitarbeiter sehr nett. Also ich finde die alle sehr freundlich hier. Hilfsbereit, ja, sie auch ohne, dass sie einen im Englischen weiterhelfen können, probieren sie halt so gut es geht, einen weiterzubringen. Und das finde ich super. Weiter geht's für uns. Wir sind jetzt erstmal aus dem neuen Themenbereich raus und dazu kann ich wirklich sagen, wundervoll. Wunderbar, also Thematisierung echt krass. Man ist wirklich hier in einer anderen Welt. Es ist wunderschön. Ich feiere es so, der neue Themenbereich. Klasse. Für uns geht es jetzt mal Richtung Paradestrecke, denn die Parade fängt gleich an und ich fand die damals so gut. Die möchte ich auf jeden Fall sehen. Comme la très bien expliqué la centurione, l'armée de César constitue une véritable opportunité. Y a-t-il des volontaires? Toi, tu viens avec ton copain, tu viens aussi. Ave, Paulus. Et toi? Ave, Lucus. Ave, Lucus. Bien, maintenant que les présentations sont faites, nous allons tester votre détente. Vous devrez passer au-dessus des pylônes. Tu veux passer en dernier? Oh, mais oui, papa, viens ici. Papa, il va le faire, t'inquiète pas. Mais vite, papa, allez, on va course. Mettez bien le sac à dos. Très bien, papa, il passe avant toi, ensemble. Très bien. Alors, à vos commandements, vous devrez passer au-dessus des pylônes. Très bien. Et 3, 2, 1, parti. Allez, ich habe mir jetzt diese Ohren gekauft. Oder diesen Haarreif, ist ja keine Ohren. Und man bekommt 10% als Hotelgast auf das Merchandise. Also wir sind keine, aber wir wurden gefragt. Und wir möchten jetzt mal uns eine Info suchen, weil wir überlegen gerade nach Jahrespässen von hier. Weil wir sind echt richtig begeistert. Und ich meine, gesehen zu haben, so teuer ist es nicht. Und deswegen lohnt sich das Reis. Ich weiß, es gibt Jahrespässe und Saisonpässe, aber wir wollen mal eine komplette Info uns einholen. Ja, also, ich habe mich jetzt nochmal über die Jahreskarten informiert. Es ist so, es gibt keinen Pass, der ein Jahr gültig ist. Das hat der Herr uns hier ein bisschen falsch erzählt. Aber gut, es ist halt auch eine Sprachbarriere, muss man so sagen. Also, Gibt es jetzt 2 oder 3 Jahreskarten? Das habe ich nicht so verstanden. 2, okay, dann ist es... Ja, okay. Also es gibt 2 verschiedene Jahreskarten. Es gibt eine, bei der man alles machen kann. Man bekommt auch 20% Rabatt aufs Shopping, aufs Essen, 30% Rabatt im Hotel hier. Und man kommt damit auf die Halloween-Nächte. Und dann gibt es noch... Ja, 30% aufs Hotel. Und man bekommt, man kommt auf die Halloween-Nächte. Bei dem anderen Ticket kommt man nicht auf diese Halloween-Nächte, man hat nur die 10% Rabatt. Wir haben es jetzt mal vertagt. Die Karte ist gültig irgendwie von 7. April bis 7. Januar, glaube ich. So ist die Saison. Also es gibt eine Winteröffnung. Aber zum Beispiel im November ist hier gar nicht geöffnet. Muss man halt mal überlegen. Wir denken nach. Eventuell nächstes Jahr dann im April holen. Mal sehen, mal gucken.
la! Hallo, sorry. Komm, komm. I do flip. I do flip? Cäsar. Woo! Woo! Die laufen weg. Ja, das war jetzt verrückt. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Wir stehen hier und erzählen gerade, wie toll uns die Parade gefallen hat. Und auf einmal kommen die Charaktere her und interagieren voll mit uns. Und also, oh, diese Parade, ich habe sie ja schon mal gesehen. Und damals war, ich meine, Idefix auf hinten irgendwo auf einem Wagen und man konnte ihn von beiden Seiten sehen. Und diesmal war ja Idefix zum Glück auf unserer Seite, weil das war mein Highlight, den wollte ich sehen. Parade um die 2 Minuten, wenn man da steht und nicht gerade einen Showstop mitbekommt. Aber ich finde es wunderschön. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, macht einfach Spaß. Also die Charaktere, alles super. Ich bin total geflasht wieder. Schau, was da gerade schon wieder passiert. Ich habe mich erneut in diesen Park verliebt. Was passiert jetzt? Ein Spektakel. Simone, weil sie die größte Kamera hat, das ist die Sache. Genau. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Und schwupps. Das ist mein Stuhl. Und schwupps sind wir hier in Ägypten. Also wirklich schön hier. Also ich bin... Hab mich noch mal neu in diesen Park verliebt. Echt? Wie viel? 10 Minuten. Spaß gemacht. Ist richtig angenehm gefahren. Also könnte ich jetzt noch mal fahren. Man fährt ja an der einen Stelle so durchs Wasser, also nicht durchs Wasser, sondern so unten beim Wasser durch und ist richtig schön abkühlend. Bei dem Wetter perfekt. Also Leute, wir haben uns gerade überlegt, dass wir vielleicht hier essen gehen. Das ist so Buffet und das ist so zirkusmäßig gemacht. Also, es ist... Nee, wie kann man sich nochmal... Ich war schon so oft hier, aber wie gesagt, das letzte Mal ist schon sehr lange her. Aber wie kann man sich nochmal so verlieben in die Thematik? Ich glaube, es liegt wirklich daran, und das hatte ich ja schon im... Legoland-Video gesagt, dass ich mittlerweile mir Parks nochmal mit einem anderen Blickwinkel ansehe. Und das hier macht mich... Wow. Kann ein Park schöner sein? Guck mal, wo wir hier sind. Es ist einfach... Nein, ich bin verliebt. Wir gehen jetzt weiter. Ich finde, der Park bietet auch echt eine Vielfalt an Attraktionen. Wir haben insgesamt 9 Counts hier. Wir haben einen fliegenden Teppich.
Das weiß ich nicht, wie es heißt. Daniel sagt Polyp. Wir haben gleich den Turm, also den sehen wir gleich, den Turm, auf dem man einen Cocktail trinken kann. Also ich mag es hier echt sehr gerne. Wir holen jetzt hier einen Cocktail und den trinken wir dann hier oben. Ja, das machen wir jetzt. So Leute, also das System hier ist, das Teil fährt 10 Minuten. Ihr müsst euch aber etwas hier zu trinken holen, wenn ihr das machen möchtet. Hier seht ihr die Karte. Und ja, 21.45 Uhr ist der letzte Aufstieg. Ja, Leute, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. 7,80 Euro. Wow, wow, wow. Da sind die Cocktails ja fast ein Schnapper dagegen, ne? Ich habe mich jetzt für einen Pina Colada in der alkoholfreien Edition entschieden. Ihr bezahlt hier. Cocktails bekommt ihr aber tatsächlich dann erst auf diesem, auf der Gerät, glaube ich. Ich meine es zumindest. Wenn ihr dann bezahlt habt, dann müsst ihr, bekommt ihr eine Tischnummer. Wir haben die 3 bekommen und dann müssen wir hier warten, bis uns weitere Anweisungen gegeben werden. Eigentlich wollte ich hier ja die Abfertigung loben. Also so gerade bei den Achterbahnen und so finde ich das ganz gut gemacht. Mitarbeiter sind fix, aber hier jetzt mit den Getränken, das ist so eine Sache. Der eine Herr fährt ja damit hoch. Das dauert dann 10 Minuten, dann kommt er runter. Dann geht er, wenn alle Gäste da draußen sind, geht er hier in das Häuschen, mixt mit der anderen Dame die Cocktails. Das dauert gerade ewig. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann. Die 7,80 Euro Cola, ich flipp aus. Ja. Ja. Zeige das, er hat gesagt Cola. Ich habe Cola verstanden, aber dann wäre es ja auch nicht ganz voll gewesen. Zeige, dass du reich bist, ohne sage, dass. Ne, wie geht das? Zeige, dass du reich bist, ohne zu sagen, dass du reich bist. Cola für 7,80 Euro. Hallo! Ja, so sieht es hier aus. Hab jetzt kein Mikrofon dabei, falls ihr hier einen Unterschied vom Ton hört. Liegt es daran? So, und hier richtig cool gemacht. Oh, jetzt krieg ich meinen Becher nicht mehr raus. Jetzt. Guck mal, der Mitarbeiter steht da ganz frei. Der muss nicht angeschnallt sein. Moment bitte. Ja, hier, wir drehen uns noch. Warte eine Sekunde, ich muss einen Bumerang machen. Ja, auf jeden Fall kann man jetzt hier unseren Cocktail trinken. Schöne Abendsonne. Lecker. Wir sind jetzt wieder unten und ich mag dieses Erlebnis. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich das gemacht habe und ich finde es super. Also wenn ihr hier seid, nehmt das mit. Guck mal, jetzt ist gar nichts los. Stehen 3 Leute an. Also, ich finde es super. Macht richtig viel Spaß. Wir versuchen jetzt einen Platz in diesem Zirkusrestaurant zu bekommen. Wenn das klappt, dann gibt es ein Prina probiert. Ansonsten gucken wir nach was anderem zu essen. Also drückt uns mal die Daumen.
Wir kommen gerade vom Essen und es war super lecker, Leute. Das kann ich schon mal sagen. Wir hatten wirklich ein sehr leckeres, lustiges Dinner. Leider gab es diese Schoko-Achterbahn nicht. Aber die Überlegung nach einer Jahreskarte lässt dieses schlimme Ereignis etwas sanfter sein. Ja, wir gehen jetzt noch was fahren, mal gucken. Der Park hat noch ungefähr 1,5 Stunden auf, mal sehen, was wir noch schaffen werden. Als nächstes holen wir noch einen Count, und zwar hier Zeus. Zeus 2. Die wurde irgendwie geretrackt, keine Ahnung. Ja. Und das fahren wir jetzt noch, nur, oh Gott, die Bügel, die sehen schon mal nicht. Und es gibt eine Rückwärtsfahrt, immer die letzte Reihe. Die letzte Reihe fährt rückwärts? Ja, das geht nicht. Doch, wenn man einmal vorwärts, einmal rückwärts fährt. Bin ich durch. Wuhu! Ich mach das. Einmal rückwärts, einmal vorwärts. Gott sei Dank. Also Leute, wir sind jetzt einmal vorwärts, einmal rückwärts gefallen. Es gibt hier keinen Testsitz. Es ist enger als Totates. Und dann wollte ich euch mal zeigen, was der Zeus so unten drunter trägt. Den kann man nämlich hier unter das Höslein gucken. Und diesmal trägt er eine rosa Entenbuchse. So, also wir brauchen jetzt aber trotzdem erstmal 5 Minuten Pause, denn das war schlimm. Es war schlimm. Unser Tag hier neigt sich leider dem Ende zu. Es ist unglaublich, wie schön es war. Und guck mal hier oben. Der Mond und der Asterix. Es war wirklich, es hat uns so gefallen, dieser Gedanke mit
Saisonpass ist immer noch nicht so ganz raus. Wir haben uns hier noch dieses Bild geholt, von dem ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist wirklich schön. Ja, ein Bild hätte 20 Euro gekostet. Und wir haben jetzt 4 Stück genommen und so haben wir zusammen 50 Euro bezahlt. Also für eins dann 12,50. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen wieder hierher kommen. Es war großartig, es war einfach toll. Ich denke, das hat man auch gemerkt, dass wir sehr begeistert waren. Die Mitarbeiter waren super. Die Meet and Greets, wow. Das Merchandise, großartig. Merchandise war großartig, die Attraktionen sind super, Publikum war auch super, also kann ich auch nicht meckern. Ja, es war einfach durchaus stimmig und auch wenn die Mitarbeiter nicht gut oder gar kein Englisch konnten, irgendwie waren sie bemüht, uns irgendwie weiterzuhelfen. Also das war klasse, super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen, vielleicht kommt ihr ja auch mal hierher und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.